zur Ziellinie. Bobby gibt das Startzeichen. Leicht verdientes Geld. 60 für dich, die Papiere und mit den 40 sind deine Schulden beglichen. Schätze, ich bin dir was schuldig. Nein, vergiss es. Lad mich mal zum Bier ein. Hey, und wann immer du willst, das Outlaw-Abzeichen liegt für dich bereit. Danke. Ich bezweifle, dass ich mit Marie hätte jemals quitt werden können. Aber vielleicht hatte ich dafür gesorgt, dass Link mit Ray quitt wurde. Und damals sah ich nur eine Möglichkeit, das zu tun. Ich war froh, dass ich Link etwas von seiner Würde zurückgeben konnte. Marie hatte mich mit ihrem Geständnis völlig verwirrt. Aber sie hat dafür gesorgt, dass ich Ray in einem völlig neuen Licht sah. Ja, vielleicht war er unschuldig und nicht der Vater ihres Kindes. Marie hat es geschafft, dass Ray nicht mehr länger der Held meiner Jugend war. Zuerst hasste ich ihn. Aber nachdem er von seinem Sockel gefallen war, wurde er für mich zu einem richtigen Menschen. Schwach und verletzend, aber auch mit einer Menge guter Eigenschaften. Und irgendwann war er nur noch der Bruder, den ich verloren hatte. Marie, das war die einzige Wunde, die nicht heilen wollte. Die Farben verblassten, doch der Schmerz blieb. Ich hatte mir geschworen, dass ich sie eines Tages ausfindig machen und ihr gegenübertreten würde. Dann heiratete ich, gründete eine Familie und wurde zu einem dieser Leblosen, über die wir immer gelacht haben. Doch mein Wunsch, Marie aufzusuchen, blieb. Aber aus den Tagen wurden Monate, wurden Jahre und Jahrzehnte, die dann alle zu einem einzigen Moment hinführten, wo es zu spät war. Die Tür schließt sich. Für immer. Der größte Kummer meines Lebens war der Verlust dieser beiden Menschen. Und ich war hierher gekommen, um mich zu verabschieden und um den verworrenen Knoten der Erinnerung zu lösen, den die Jahre übrig gelassen hatten. Die Zeit hat gesiegt. Nur ich war übrig geblieben. Und es war keiner mehr da, den man hätte vergeben können. Wir übergeben dir unsere Schwester Marie. In deine Hände befehlen wir ihren Meine Gatten. Trauer war tief, und wir bitten dich, rein Vater, nimm ihre Seele und einfach. Auf und bewahre sie. Aber das Leben ist nie einfach. Nicht wahr? Schön, dass du gekommen bist. Ja. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast.
33 Jahre sind eine lange Zeit. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich zum ersten Mal verliebt war. Ihre Familie, Ihre Tochter sieht genauso aus wie Sie. Und der Junge ist verheiratet und hat ein Kind. Komm, drücken wir ihm unser Beileid aus. Nein, das ist ein zu privater Moment. Und Sie kennen mich auch nicht. Ich glaube, es wäre wichtig, Eddie. Nein, ich wollte Ihnen nur meine letzte Ehre erweisen, Slick. Eddie, wäre ich an dem Tag in der Werkstatt gewesen, hätte ich dich zu Boden geworfen und mich auf dich draufgesetzt, um zu verhindern, dass du diesen Blödsinn machst, Junge. Wovon redest du? Sie wollte nicht, dass du dich umbringst. Und sie hätte alles getan, um dich davon abzuhalten. Du wirst diesen Tag nie verstehen, Slick. Bestimmt weißt du noch, was Ray immer gesagt hat. Du kannst nicht gewinnen, du zahlst immer drauf. Und du kannst dich nicht drücken. Ray hatte in vielen Dingen Unrecht, aber in einem hatte er recht. Du kannst dich nicht drücken. Oh mein Gott. Erinnerst du dich? Nach dem Rennen sind wir dir gefolgt. Und als sie gesehen hat, wie du diesen Hügel hochgegangen bist, das zerrte an ihr. Aber sie wollte nicht, dass du länger auf Ray wütend bist. Und so ließ sie mich gehen, wissend, dass ich sie hassen würde. Eine Weile hat's funktioniert. Aber es war nicht wichtig. Marie wollte mir was geben, was ich niemals haben konnte. Und Ray konnte nie mehr wieder das Gleiche für mich bedeuten. Wirklich schade. Ach, was soll ich zu ihm sagen? Lass die Vergangenheit, schau ihm in die Augen und sag Hallo. Eddie? Danke, dass Sie gekommen sind, Mr. Lowry. Danke. Schon gut, gern geschehen. Mr. Johnson, darf ich Ihnen Eddie Fitzpatrick vorstellen? Er war ein langjähriger Freund Ihrer Mutter. Entschuldigt mich bitte für einen Moment. Fitzpatrick? Ja. Wir haben für nachher ein paar Leute zum Kaffee zu uns nach Hause eingeladen. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie es eilig haben, aber ich würde mich freuen, wenn Sie kommen würden. Ehrlich gesagt, ich wollte gerade weggehen. Oh, na gut dann. Vielen Dank. Aber ich würde gerne Ihre Familie kennenlernen. Wissen Sie, meine Mom hat mir wenig von meinem Vater erzählt, aber sie hat mich wohl nach Ihnen genannt. Sagen Sie, Sie haben nicht zufällig ein frisiertes Auto, oder?